Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Deutschland baut. Nein, Starbound. Deutschland baut? Ja, wie? Was? Ja, Was wir werden auf redest du? RTL, werden wir ausgestrahlt als Reality-Sendung, wie wir hier für arme Waisenkinder Häuser bauen. Oder Affen. Naja, weiter geht's, ne? Bist du eigentlich nebenbei am Uploaden? Lag ich etwa schon wieder bei dir? Ja, du sprangst auch gerade wild umher. Ja, das wild umherspringen ist normal. Das tue ich schon die ganze Zeit. Wenn ich lagge bei dir, dann liegt das garantiert wieder am Router. Ich freue mich, wenn das neue VDSL da ist und ach, ein neuer Router. Ich verhungere mal wieder. Ich arbeite zu viel, Tobias. Ja. Ich würde gerne den Keller nehmen für mich. Du kannst alle Etagen haben. Ich bin ein Affe und ich brauche die Dunkelheit. Aber Tobias, den Keller müssen wir noch bauen. Ja, ich baue mir ihn jetzt. So. Dann macht ihr den Keller und ich nehme das da drüber und das Erdgeschoss, da kommen wir dann, ne? So Schmelzöfen und so rein. Ich wollte sogar jetzt gerade welche bauen. Zack, zack, zack. Siehst du das, Tobias? Das ist doch krass. Ich bin ein Affe und ich brauche meine Freiheit. Und das möglichst alleine. Ich muss ja jetzt nicht erwähnen, wer wollte, dass ich dieses Haus baue. Ja, aber ich bin ein Kelleraffe. Wir haben es auf Video. Gut, wo ist mein Glas? Ich hab doch Glas gehabt. Ich bin blind. Oder das Glas ist einfach zu durchsichtig geworden. Ich sehe es nicht. Okay, Tobias, dann kann ich ja eigentlich, ne, ein paar bei den oberen Etagen ein bisschen technischer aufbauen. Jetzt habe ich natürlich schon eine Holzhütte angefangen. Das Konzept sollte eigentlich noch sehr viel technischer werden. Mal sehen. Wie weit sind meine Schmelzöfen? Nicht weit genug. Ich muss mehrere Schmelzöfen beschäftigen. Aber denn für mich. Ja, mach wie du meinst. Ich baue mir den Keller aus. Soll das etwa eine Kritik sein, Tobias? Ist das nicht gut Nein, genug, was ich habe, baue? Ich habe einen Plan. Ich baue jetzt gerade ein bisschen zu weit. Das bessere ich aber nachher aus. Ich werde mir nämlich einen Tunnel graben. In die Stadt? Genau. Und ich bin ein böser Affe. Du wirst von da immer diese Bewohner terrorisieren und Sachen klauen. Ich seh's kommen. Ich seh's kommen. Ich sollte sie warnen, Stadtbewohner. So, ich hab, glaube ich, genug. Ach. Das Glashäuschen oben ist fertig. Was pflanzt man hier oben denn so Schönes? Mal sehen. Das muss später noch einfallen. Da, dann werde ich auch noch mal ein Bettchen aufstellen. Ich habe mein Bettchen natürlich gerade nicht dabei. Oh. Aber andere dekorative Dinge. Das hier wird ja hier auf jeden Fall der Technikbereich. Und darum werde ich hier erstmal mein Labor aufbauen. Ich will nur nebenbei sagen, ich bin auch noch da, ne? Ja, du bist unten. Man kann dich sehen, Tobias. Keine nur Sorge. Nur mal so nebenbei. Es ist nicht allein nur dein Let's Play. Oh, ja? Was ist denn da oben passiert? Eine Wache wurde vernichtet. Von einem bösen Vogel. Ja, weißt du Bescheid. Unglaublich. Rache. Außerdem liegt da Loot. Wow, böses Tier. Pfui. Nun gut, das wird geregelt. Au, Fallschaden. Weiter geht's. Im Plan. Ein cooler Tisch wäre ganz nett. Guckt euch an, wie cool der ist. Coole Möbel. Meine Güte. Genau so. Und so. Ein paar Drinks für die Gäste. Tja, was gibt's noch? Ein paar persönliche Aufbewahrungsgegenstände. Eigentlich brauche ich da auch kein besonderes Bett.
kann da oben schlafen. Siehst du das? Siehst du, wo ich penne? Ist das nicht schön? Nö. Hm. Lalalalalalalala. Bloodbank. Ja, die brauche ich doch auch. Es wird aber eng. Das ist in Ordnung, so wie als wenn ich oben auf dem Dachboden mein Blut aufbewahre. Stört dich nicht, oder? Ein bisschen Blut. Kannst du machen. Okay. Schön. Ein bisschen überladen vielleicht, nicht, weil das Bett passte mir gar nicht hin. So. So ist das toll. Ich glaube, als Bett funktioniert noch was ganz Besonderes für mich. Brauch eine Ladestation, Tobias. Und die wird elektrisch sein. Und ein Glasblöcke. Geht weg da. So, nicht erschrecken. So. Es könnte ein bisschen gefährlich werden für Affen. Aber wir Maschinen brauchen sowas. Ja, wir müssen mal ein bisschen mehr quatschen, ehrlich gesagt. Weil es wird sonst ein bisschen langweilig. Kannst du mich gerade nicht hören? Habe ich zu leise geredet? Nee, das schon. Aber... Okay. Du redest zu viel nur von dir. Das ist sehr egoistisch. Ja, dann red doch mal ein bisschen von dir. Ich rede ja von den Sachen, die ich hier mache. Ja, ich baue meinen Keller aus die ganze Zeit. Au! Okay. Und bereue es eigentlich. Ja. Weil ich hätte mir einfach ein Haus daneben klauen sollen. Ist das zu viel Arbeit für so einen Affe? Nö. Aber ich finde das Haus daneben toll. Da ist jetzt keiner mehr. Ja, dann nimm dir das Haus doch und schick mir den Keller. Ich werde es auch machen. Ich werde den Keller jetzt mal ein bisschen noch ausbauen hier. Bauen. Den Rest, den kannst du machen. Dann werde ich klaue mir jetzt dieses Haus hier. Ja, werde ich doch jetzt im Keller das Labor des Bösen bauen. Oh, das wird böse. Ein ganzes Holz hau ich mal weg, okay? Willst du denn da noch was dran ausbauen? Ja, ne? Ja, natürlich, ich bin gerade dabei. Gut, gut. Ich hoffe, da spawnen nicht die Wachen und meinen, das wäre dann ihres. Nein, die Wachen nicht. Die Wachen spawnen nicht. Okay. Selbst wenn, sterben sie einfach. Ganz einfach. Ich bin ja nicht so ein Mädchen wie du, was da irgendwas baut, ja? Ich will meinen Diebstahl haben, ich will klauen. Ich will alles für mich besitzen. Ich muss doch sagen, so langsam kommen noch ein paar schöne Ideen auf. Erst dachte ich mir, oh mein Gott, jetzt muss ich mir was ausdenken. Aber jetzt so ein Roboter in Weihnachtsanzug, der eine ganz normale Hütte hat und im Keller dann sein Labor des Bösen. Das klingt doch mal richtig realistisch. Du baust jetzt mein Holz ab, das hättest du dann mir wieder geben können. Das kann ich dir auch geben. Ich habe dir auch gerade gesagt, dass ich es abbaue.
ehrlich gesagt nicht mehr viel. Ja Dann gut, habt ich schau ihr mal schon eben, was ich noch hab. extrem viel Holz gegeben und ich selber. Ich habe auch extrem viel Holz benutzt. Machst Keine du Sorge, da? ich mache nichts. Jag sie weg. Du bist ein böser Affe. Ein ganz böser Affe. Kein Problem, ich Sie muss hier kommt nur mal ein wieder. bisschen zubauen. Sie guckt Ja, dich soll sie an. doch. Wo? Wo ist sie? Da Wo ist vorne. sie? Sie guckt. Ja, weil die. Guck, ist nicht Das haben sie erlaubt. jetzt tot gemacht. Dann Was warst du es sagst du? nicht. Ich glaube, du verhungerst gerade. Ja, ich weiß. Bin halt nicht hier so ein. Ich lebe im Frieden-Typ, ja? Aber jetzt komme ich hier wieder nicht hoch, ey. Meine Warte, Güte. warte. Ich baue jetzt auch da was hin. Ich baue da jetzt wieder meinen Klotz hin, machen weg. Mach das, mach das. So. So. Jetzt kommen erstmal die Materialien des Bösen zum Vorschein hier, die ich mitgebracht habe. Buhahaha. Material des. Wenn ich das schon höre, ne? Da könnte ich schon wieder. Ich meine, du bist der, der hier im Frieden lebt und och, ich will hier bloß keinen Stress haben mit Das den ist doch Wachen. alles nur Ne? Tarnung. Matt, ja, klar. Das will ich jetzt auch sagen. Das sagen die meisten. So. So, das wird richtig böse. Oh, es braucht eine ganze Menge, bis das kaputt geht. So, ich werde hier mal schön mein Stahl weiter ausbauen. So. Das wird ein Atomschutzbunker nebenbei noch. Für die Wände nehme ich noch andere Materialien. Schöne ist, ich werde jetzt die Wachen bauen. Super, perfekt. Werde jetzt. Ja, ich habe meinen Diebstahl fast perfekt. Ich könnte jetzt theoretisch zwei Häuser einnehmen. Brauchst natürlich noch eine stabile Tür. Um den auch zu signalisieren, ihr kommt hier nicht rein. Ich habe sogar Apex-Türen dabei, also Türen von deinem Volk. Die habe ich irgendwo abgesahnt. Wolltest du die vielleicht haben? Das sind dann so Luken-Türen. Stabile. Ich schmeiße dir einfach mal hin. Apex Security Doors. Da kommt dir keine Wache mehr rein. Kannst du mir glauben? So, jetzt werde ich hier auch noch unten ein bisschen Strom legen. So. Muss ja sein. Das wird dann mal ein Stromanschluss.
oder mein Highspeed DSL, was ich mir wünsche, wird endlich wenigstens dann im Spiel hier wahr werden. So, ich werde jetzt weiter hier schön bauen. Und, Ich gucke mal. So. Was ist denn hier mit meinen Ex? Was ist denn hier los? So, Stone. Dein Axt ist jetzt wieder woanders. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Inventar völlig, dass das manchmal einfach umgestrickt wird. Es belegt vor allem dauernd Sachen von alleine. Was manchmal sehr stressig sein kann. Heimach, Bösheitskeller. So, und jetzt kommt die DSL-Leitung endlich. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was es sein wird. Ja. DSL-Leitung des Bösen. Siehst du das? Ja. Aber ist gerade völlig egal. Danke, Tobias. Ich finde das sehr schön, wie du das hier gebaut hast. Weg. Ich will den nicht bauen, keine Sorge, ich gucke doch nur. So. Tür ist zu. Solche Leute wie dich. Wolltest du wenigstens Sicherheitstüren verwenden? Ich habe Angst um deine Sicherheit. Nein, da hinten vielleicht nachher. Hast du die jetzt wieder genommen oder wie ist das? Nein, die Türen, die habe ich da hingeschmissen und ich denke, die wirst du irgendwann aufgehoben haben. Und an deiner Stelle würde ich ruhig sein. Ich habe nämlich noch Bomben im Gepäck. Ich kann alles von dir zerstören. Ach, ich bin das würdest du auch nicht tun. Du weißt Affe. Genau. No. Scheiß Drecksaffe. Ist das, was du bist? Das meine ich natürlich total freundlich. So. Ja, wie mache ich denn meinen Zugang zu dieser geheimen Bürsheits, keine Ahnung, Keller. Ob ich auf beiden Seiten noch eine DSL-Leitung lege? Oder einen Stromanschluss, wie nennt man das dann? Ich glaube, ich mache beidseitig, ich habe auch genug, ne? Ja, ich habe genug. Dann baue ich das hier auch nochmal hin. So. Ist das einigermaßen synchron? Symmetrisch? So, ich bin jetzt gleich. Zack. Ah, es ist nicht. Eins bin ich zu tief. Ja, hoch. Es ist gerade so ein bisschen, weil wir beide vertieft in dem Bau sind, ist es ein bisschen eintöniger, kann man sagen. Das wird sich aber noch ändern wieder. Wir sind gerade halt mitten im Bau drinne. Das heißt, aufgrund dessen sind wir jetzt auch nicht so redebedürftig. Ich denke mal, das ist auch ganz normal. Und ich rede wahrscheinlich viel zu leise die ganze Zeit. Also ich flüster so ein bisschen vor mir her. Ja, du redest nur von dir. Ja, Tobias, ist natürlich klar, dass ich hier mit den Sachen, die ich beschäftigt bin, da auch drüber rede. So funktioniert mein Gehirn doch direkt. Ja, das stimmt. Ja, Tobias, dann erzähl doch was. Was soll ich denn machen? So. Soll ich dich waterboarden, damit du was erzählst?
Nein, ich hab sowieso alles im Griff. Natürlich hast du das. Ja, ich werde jetzt meine Flagge wieder aufstellen. Eine Flagge hat der Herr. Ja, die habe ich mir selber gebaut. Ja. Ja, das kam in dem Meine letzten Affenflagge. Update, kamen irgendwie Flaggen dazu. Ja. Ah, ich habe auch was vergessen. Verdammt. So, aber es ist wieder Zeit für einen Folgenstopp. Wir sind jetzt bei 20 Minuten und 38 Sekunden ungefähr. Oh. Und das heißt für uns natürlich jetzt auch, dass wir wieder einen kleinen Folgenstopp machen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Folgen dann natürlich auch mal wieder ein bisschen was von der Umgebung zeigen können, dass wir uns jetzt nicht nur dauerhaft hier auf diese Häuser konzentrieren, sondern das nach und nach aufbauen. Das würde ich schöner finden, ehrlich gesagt. Ja gut, ich mein Evil Keller ist auch fast so weit. Das ist auch, dauert nicht mehr lange hier. Ich habe halt Liebe fürs Detail hier angebracht. So, ist auch alles geschlossen. DSL und Strom liegt. Wunderbar. Noch eine kleine Lampe wäre dann ganz nett hier. Wo haben wir sie? Lampe. Da bist du. Schön. Schön ist das. Das ist eine sehr Ja, interessante okay. Treppe. Ja, dann. Würde ich sagen, ciao, bis ja, ciao mit V Schau mit und V. ja, bis zum Bis nächsten zum Mal. Haut nächsten rein. Mal.